Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen in meinem neuen Sternenstudio in Cave Creek, Arizona. Ich hoffe, ihr konntet den März nutzen, um eure Batterien ein bisschen wieder aufzuladen und mehr in eure Mitte zu kommen. Welche Tendenzen der Kosmos im April für die 12 Sternzeichen bereithält und welche wichtigen Aspekte uns erwarten, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Video geht es um die Tendenzen im April für die 12 Sternzeichen und die Timecodes, wann die Sternzeichen beginnen, setze ich euch unten in die Videobeschreibung unter den Horoskope-Shop. Ich habe es euch ja schon gepostet, ich befinde mich hier in meinem neuen Sternenstudio in Arizona, das ich nun eingerichtet habe, damit ich auch hier für euch drehen kann. Ich muss dabei auch meine eigene Kamerafrau sein und da gibt es viele neue Abläufe zu beachten. Das passt aber auch zu den Konstellationen. Die Sonne steht im Pionierzeichen Widder und das begünstigt neue Entwicklungen und Einzelaktionen. Dazu haben wir den Mars in den flexiblen Zwillingen, also man kann sich mental an neue Abläufe anpassen. Die Aufnahmen werden dann über die Cloud nach Deutschland hochgeladen und dort von meiner Tochter geschnitten, die ja leider nicht hier sein kann. Was ihr also jetzt seht, ist das Ergebnis einer virtuellen Zusammenarbeit zwischen zwei Kontinenten. Bevor wir in die Konstellationen einsteigen, habe ich hier noch die glückliche Gewinnerin des Partnerhoroskops aus der Verlosung im März, Fabienne Fluri. Du hast ein Partnerhoroskop gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich auf der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit wir dir dein Horoskop erstellen können. Im April verlose ich aus gegebenem Anlass einen Vitalstatus, denn wir bekommen einen etwas heiklen Gesundheitsaspekt in diesem Monat. Mehr dazu gleich und Näheres zur Verlosung und wie das funktioniert, findet ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Bevor wir zu den einzelnen Sternzeichen kommen, gehe ich mit euch nochmal die wichtigsten Konstellationen des Monats durch. Der Monat beginnt ja praktisch mit Ostern. Der 2. April ist der Karfreitag und wir stehen noch unter dem Einfluss der besonderen Verbindung zwischen Venus, Sonne und Chiron im Widder. Und das bedeutet Heilung durch Liebe. Gleichzeitig aktivieren Mond und Mars die Schicksalsachse der Mondknoten. Und da wird jetzt wieder unser Reisekarma angesprochen. Deswegen wird es wohl nichts mit Reiseplänen über Ostern. Oder wenn, dann plant Ausflüge in die nähere Umgebung. Man muss einfach damit rechnen, dass wir weiterhin nicht die Freiheit haben, uns an ferne Ziele zu bewegen. Gleichzeitig steht diese Achse günstig zu der Heilerkonstellation und der Mond im Schützen ist ein Zeichen der Hoffnung. Chiron ist ja der verwundete Heiler und der Schutzpatron der Evolutionsagenten. Deshalb muss ich bei dieser Konstellation an die Geschichte von Jesus denken, vielleicht der erste und größte Evolutionsagent aller Zeiten. Seine Geschichte, dass er sich geopfert hat, um der Menschheit Liebe und Heilung zu bringen, ist ja Ostern ein großes Thema und wird durch die Osterkonstellationen wieder ins Bewusstsein geholt. Alle, die den spirituellen Gehalt des Osterfestes zelebrieren, werden davon sicherlich sehr berührt werden und vielleicht nach Mitteln und Wegen suchen, wie sie auch selbst in der Welt weiterhin zur Heilung beitragen können, was wir ja im Moment immer noch dringend brauchen. In den Sternzeichen-Videos gehe ich dann auch nochmal auf die Konstellationen zu Ostern ein. Wir haben in diesem Monat zwei wichtige Aspekte mit Venus und Mars, die es zu beachten gilt. Sie bauen sich in der ersten Monatshälfte auf und haben ihren Höhepunkt zum Neumond am 12. April. Das eine ist eine Spannung zwischen Mars und Neptun. Das ist leider ein heikler Gesundheitsaspekt, denn sowohl der Mars als auch Neptun gelten als Faktoren für Infektionsgeschehen und Immunreaktionen. Und wenn sie in Spannung zueinander stehen, kann das vorhandene Probleme verstärken. Der andere Aspekt ist eine Spannung zwischen Liebesplanet Venus und Machtplanet Pluto. Und da geht es um Macht und Manipulationen in Beziehungen und auch ums Geld und Werte. Problematisch kann zum Beispiel eine abwertende Haltung gegenüber dem Beziehungspartner sein. Mein Tipp wäre, dass wir uns bewusst bemühen, den Menschen, die uns wichtig sind, unsere Wertschätzung zu zeigen. Umgekehrt sollten wir aber auch abwertende Bemerkungen oder Umstände nicht hinnehmen.
Wenn man jedoch sowas anspricht, muss man das sehr behutsam und diplomatisch machen. Venus und Pluto können außerdem finanzielle Abhängigkeiten in Partnerschaften zum Thema machen. Also kurz gesagt, am Geld ist schon so manche Beziehung gescheitert und eine solche kosmische Sollbruchstelle haben wir vor allem in der Zeit vom 8. bis zum 15. April. Also Vorsicht! Der Neumond am 12. April im Widder hat durchaus das Potenzial für einen Durchbruch und Neubeginn. Er steht günstig zu Mars und Jupiter. Das ist gut für die Schaffenskraft und versetzt uns in Aufbruchstimmung. Andererseits ist da eben noch dieser Aspekt der verletzten Beziehung drin. Nicht, dass wir zum Neumond etwas Neues beginnen, ohne unsere Beziehungspartner und wichtige Menschen einzubeziehen. Es kann hilfreich sein, mit einer Neuausrichtung zu warten bis zum 15. April, denn dann steht die Venus im Stier deutlich günstiger und stärkt alle Beziehungen. Am 19. April um 22.33 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier. Und das ist einen Tag eher als üblich, weil wir letztes Jahr ein Schaltjahr hatten. Am gleichen Tag geht auch der Merkur in den Stier. An sich sind ja Sonne und Venus im Stier angenehme Energien, die Genuss, Lebensfreude und Sinnlichkeit versprechen. Doch die ganze Planetenpower im Stier formt dann dynamische und spannungsgeladene Aspekte zu Unruhestifter Uranus, Zuchtmeister Saturn und zur wilden Lilith. Wir werden also nicht in Ruhe das Leben genießen können, ohne dass dauernd was dazwischen kommt, weil wir Verantwortung oder Grenzen auferlegt bekommen. Auch die Venus muss bis Ende des Monats durch Aspekte mit Uranus und Saturn hindurch. Das heißt, wenn es ein Beziehungsproblem gibt und wir gehen damit nicht ordentlich um, kann es zwischen dem 19. und 26. April zum Bruch kommen oder zumindest zu einer großen Enttäuschung. Gleichzeitig haben wir aber zwischen dem 15. und dem 25. April sehr starke Flirtaspekte und einen äußerst leidenschaftlichen Vollmond im Skorpion am 27. April. Es wird also nicht ganz einfach, das alles zu genießen, ohne damit eventuell die Gefühle anderer zu verletzen oder an von außen auferlegte Grenzen zu stoßen. Leider haben die Entspannungskonstellationen in den Fischen bei uns in Deutschland nicht gereicht, um die Panik der Politiker zu beruhigen. In Amerika zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Hier hat sich diese Entspannung viel deutlicher gezeigt. Genau mit dem Eintritt der Sonne in die Fische gab es hier einen Umschwung zu einer positiveren Grundstimmung und mehr Optimismus im Hinblick auf die Entwicklungen der Pandemie. Man setzt hier voll auf die Impfung, die viel reibungsloser abläuft als bei uns. Hier sieht man die Impfung als einen Weg zur persönlichen Freiheit. Es gibt auch bei weitem nicht so viele Einschränkungen wie bei uns in Deutschland. Nun werden wir ja bald sehen, ob das funktioniert oder nicht, denn die Aspekte im April sind ja wieder etwas kritischer. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ab dem 23. April der Mars das Zeichen wechselt. Er wandert dann aus den Zwillingen in den Krebs. Die Energie fühlt sich dann nicht mehr so hektisch an, aber dafür geht der Mars im Krebs oft damit einher, dass Menschen besonders empfindlich reagieren und sich schnell angegriffen fühlen. Da sind wir dann alle gefordert, etwas mehr Rücksicht auf die Gefühle unserer Mitmenschen zu nehmen. Am 30. April wäre ja der Tanz in den Mai, aber ich fürchte, das wird auch dieses Jahr wieder nichts. Deshalb bin ich da diesmal in den Sternzeichen-Videos auch nicht drauf eingegangen, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, dass ein so massives Liebesfest im großen Stil gefeiert werden kann. Dafür spricht auch, dass wir am 30. April einen Konfliktaspekt mit Mond und Mars haben und dass der Mond abends in den Steinbock geht. Das heißt, wenn wir überhaupt feiern, dann nur im ganz kleinen Kreis. Mond im Steinbock bedeutet immer, dass man es eng hat, dass man sich an Regeln und Verpflichtungen halten muss und sich nicht ausbreiten kann, wie man möchte. Das ist jammerschade, denn wir haben zum Tanz in den Mai, das ja auf das alte Göttinnenfest Beltane zurückgeht, eine schöne Verbindung von Lilith und Venus im Fruchtbarkeitszeichen Stier. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, um der Göttin zu huldigen und der Liebe zu dienen. Also wenn ihr spirituell mit den Festen der Göttin verbunden und vertraut seid, könnt ihr ja zumindest ein kleines Ritual zelebrieren oder ganz privat mit eurem Beziehungspartner oder Partnerin einen kleinen Tanz in den Mai veranstalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige schöne Partyangebote per Zoom gibt. Da legen dann DJs live Musik auf und die kommt per Zoom in euer Wohnzimmer.
Wenn ihr mitmacht, seid ihr zumindest virtuell mit einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen verbunden, die tanzend die Energie dieses besonderen Festes aufrechterhalten. Eine solche Gruppe gibt es auf Facebook, da könnt ihr Mitglied werden. Ich setze euch den Link gerne unten in die Videobeschreibung. Jetzt kann es losgehen mit den Sternzeichenhoroskopen und schaut auch ruhig in das Horoskop für euren Aszendenten. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widderaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widderaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Bevor wir in eure Konstellationen schauen, habe ich hier noch einen Hinweis. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Widdersonne und dem Widderaszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, die ich hier nicht abdecken kann, weil die für jeden anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch eine persönliche Beratung oder meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Zum Beispiel könntet ihr euch zum Geburtstag eine persönliche Jahresvorschau mit der Deutung eures Solarhoroskops gönnen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Und jetzt kommen wir zu den Tendenzen für die Widdersonne und die Widderaszendenten. Seid ihr vielleicht zufällig frisch verliebt? Ihr startet mit ganz spannenden Flirt- und Kennenlernkonstellationen in den Monat. Die Venus steht im Widder und der Vollmond am 28. März passiert auf eurer Beziehungsachse. Also da geht was. Außerdem aktiviert euer Herrscher Mars hier den Mondknoten und das ist auch eine Kennenlernkonstellation, besonders wenn ihr auf der Suche nach einem männlichen Partner seid. Denkbar ist auch, dass sich für euch eine wichtige neue Geschäftsverbindung auftut oder ihr einfach einen tollen Kumpel findet, mit dem ihr auf einer Wellenlänge liegt. Aber handhabt solche Begegnungen ganz sensibel, denn auch Heiler Chiron ist angesprochen. Und da muss man ja immer aufpassen, dass man nicht aus Versehen bei anderen Leuten empfindliche Knöpfe drückt oder auch, dass man selbst verletzt reagiert, obwohl es jemand überhaupt nicht böse meinte. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr ja auch jemanden, während ihr auf der Suche nach Heilung seid. Jedenfalls stehen diese Konstellationen erfreulich und förderlich zu euch. Am 2. April ist Karfreitag und wenn ihr das Glück habt, über Ostern mit lieben, unkomplizierten Menschen zusammen zu sein, werdet ihr trotz aller Einschränkungen eine schöne Zeit haben. Komplizierte Beziehungen können allerdings an Wundepunkte rühren, weil Chiron so stark aktiviert wird. Dem entgeht ihr am besten durch Aktivitäten draußen an der frischen Luft, ergreift da ruhig die Initiative. Das ist eine Tendenz, die bis gut zum 22. April anhält. Wenn ihr irgendwo anpacken, Sport treiben oder auch der Liebe dienen könnt, also wenn ihr aktiv seid, am besten mit etwas Liebevollem und Konstruktivem, dann ist alles gut. Euch geht es nur dann schlecht, wenn ihr zur Untätigkeit verdammt seid oder das Gefühl habt, irgendwie in der Falle zu sitzen. Sollte das der Fall sein, sucht euch eine erfolgversprechende Aufgabe oder investiert Zeit und Liebe in eure Beziehung. Denn eure Vitalkräfte sind im April geweckt und ebenso eure Liebeslust und die Frühlingsgefühle. Im Anschluss an die Ostertage kann der Monat sich beruflich sehr produktiv und erfreulich entwickeln. Ihr erhaltet gute Projekte und habt die Chance auf Erfolgserlebnisse. Übrigens ist der Monat und besonders die erste Monatshälfte auch gut geeignet, falls ihr euch um einen neuen Job bewerben wollt. Ihr könnt euch sehr überzeugend darstellen und habt hervorragende Ideen. Nur wenn ihr den Einfluss von Pluto empfangt, also wenn ihr in den letzten Tagen des Zeichens Widder Geburtstag habt, habt ihr möglicherweise mit Machtkämpfen zu tun. Das ist eine langfristige Entwicklung, dass ihr um eure Position ringen müsst oder dass vielleicht Leute an eurem Stuhl sägen. Das habe ich in meinem Jahrbuch ausführlich beschrieben. Aber im April helfen euch die Planeten, Situationen zu eurem Vorteil zu wenden und gute Entscheidungen zu treffen. Am 12. April ist der Neumond im Widder. Für euch ist das der wichtigste im ganzen Jahr. Er fällt auf einen Montag um 4.30 Uhr. Das heißt, der Sonntag gehört auch schon zur Neumondphase und den könnt ihr nutzen, um über euer neues Lebensjahr nachzudenken und Pläne zu machen. Es ist ein ausgesprochen optimistischer, gleichzeitig aber auch anspruchsvoller Neumond.
Er kann kraftvolle neue Entwicklungen in Gang bringen, aber es kann auch sein, dass ihr dafür ein Opfer bringen oder eine harte Entscheidung treffen müsst. Deswegen nehmt euch Zeit, um über euer eigenes Leben und wo es hingehen soll, nachzudenken. Am 14. April zieht die Venus weiter in den Stier und aktiviert dann euer Geldhaus. Tatsächlich könntet ihr in der zweiten Monatshälfte dazu neigen, finanzielle Risiken einzugehen. Die Sterne raten euch aber, bis Anfang Mai lieber vorsichtig zu sein. Zwischen dem 12. und dem 18. April ist eine etwas kritische Phase. Ihr habt dann zwar viel Schwung und seid auch begeisterungsfähig, aber ihr könnt auch leicht ins Fettnäpfchen treten oder bei einer Entscheidung übers Ziel hinausschießen. Am 19. April um 22.33 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr euer Zeichen und zieht weiter in den Stier, begleitet von Merkur. Sie aktiviert dann für 4 Wochen wichtige Wertethemen und euer Selbstwertgefühl. Am 23. April haben wir einen für euch sehr wichtigen Übergang. Dann wechselt der Mars das Zeichen und wandert aus den Zwillingen in den Krebs. Er wird dann für die kommenden 6 Wochen stressige Aspekte zu eurer Sonne bilden, die andeuten, dass es möglicherweise in eurem Zuhause oder auch seitens Familienmitgliedern mehr Unruhe in eurem Leben gibt. Jedenfalls fahrt ihr dann leichter mal aus der Haut und seid empfindlicher oder ihr erlebt, dass die Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, extrem sensibel reagieren. Ihr müsst dann ein bisschen Diplomatie walten lassen und Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen. Auch finanziell ist Zurückhaltung angesagt. Es scheinen sich tolle finanzielle Möglichkeiten zu ergeben, aber prüft das bitte ganz genau, sonst drohen nämlich Verluste noch vor Ende des Monats. Rund um den Vollmond am 27. April lösen Finanzfragen starke Emotionen aus. Also wichtige Entscheidungen bitte nur dann treffen, wenn es unbedingt nötig ist. Ansonsten lieber abwarten bis zum 3. Mai, dann sieht das nämlich schon viel besser aus. Hallo ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Bevor wir in eure Sterne schauen, habe ich noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Stiersonne und dem Stieraszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, die ich hier nicht abdecken kann, denn die sind für jeden anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Ihr könntet euch zum Beispiel zum Geburtstag eine persönliche Jahresvorschau mit der Deutung eures Solarhoroskops gönnen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Der Monat startet für viele von euch etwas ruhiger, vielleicht auch in der Liebe. Falls sich da gerade nicht so viel tut oder ihr aus anderen Gründen nicht so viel Zeit für eure Partnerschaft habt, entspannt euch, das wird sich bald ändern. Wenn ihr unter dem Einfluss von Uranus steht, das betrifft vor allem die Aprilstiere, herrscht wahrscheinlich sowieso genug Unruhe in eurem Leben. Dann verändert sich gerade vieles für euch und häufig hat es mit einer beruflichen Situation zu tun. Ganz aktuell wundert euch nicht, wenn ihr über die Osterfeiertage Aufgaben bekommt oder zum Dienst eingeteilt werdet. Falls ihr es einrichten könnt, würde sich das finanziell auf jeden Fall lohnen. Die Ostertage sind aber auch spirituell sehr gehaltvoll. Falls ihr also in dieser Richtung interessiert seid oder arbeitet, könnt ihr tiefe Einsichten erhalten und die mystische Energie des Osterfestes voll ausschöpfen. Beruflich und finanziell stehen die Sterne erfolgversprechend, wobei die erste Monatshälfte sogar noch ein wenig stärker ist. Die Geburtstagskinder, die unter dem gleichzeitigen Einfluss von Saturn und Uranus stehen, haben allerdings gegen einige Widerstände zu kämpfen, aber mit Aussicht auf Erfolg. Deshalb regt euch nicht auf, wenn Vorgesetzte scheinbar unmögliche Aufgaben stellen oder es Schwierigkeiten bei Behörden gibt. Ihr kriegt das hin und findet Mittel und Wege, aus der Situation das Beste zu machen und Respekt zu erhalten. Wer da genau betroffen ist, das könnt ihr jederzeit in meinem Jahrbuch nachschlagen. Am 12. April ist Neumond im Widder. Er aktiviert beim Stierkollektiv das spirituelle 12. Haus. Ist also sehr schön für eine Meditation oder ein Neumondritual geeignet und dafür könnt ihr auch den Sonntag vorher schon nutzen.
Ein anderer Tipp wäre, dass ihr am Wochenende vorher noch mal so richtig entspannt und Kräfte tankt, denn kurz danach stürmen wahrscheinlich viele Dinge gleichzeitig auf euch ein. Am 14. April abends geht die Venus in euer Zeichen und bildet dann in den nächsten 3 Wochen aufregende Aspekte zu Uranus und Lilith. Da kommt Bewegung in euer Liebesleben und es macht euch auch kreativ und steigert euer Charisma. Das ist eine besonders schöne Phase für alle Stiergeborenen, die selbstbestimmt arbeiten und sich kreativ ausdrücken können. Ihr wollt dann einfach euer Ding machen und dafür akzeptiert werden. Ungünstiger ist die Zeit, falls ihr strikte Vorgaben habt oder falls euch Vorgesetzte in die Parade fahren. Da seid ihr dann sehr empfindlich und womöglich sogar bereit, einen Job hinzuschmeißen. Richtig spannend wird es am 19. April. Dann geht abends um 22:33 Uhr die Sonne in den Stier und am selben Tag auch der Merkur. Und das ist dieses Jahr wieder einen Tag früher, weil wir letztes Jahr ein Schaltjahr hatten. Für die kommenden 4 Wochen werden dann eure Vitalität und Lebensfreude aktiviert, aber eben auch Aufreger Uranus und die wilde Lilith. Falls ihr auf Partnersuche seid, kann dann der Liebesblitz einschlagen, besonders um den 23. und 24. April. Das sind auch gute Tage, um Leute zu treffen oder, falls möglich, euren Geburtstag mit Freunden zu feiern. Aber der Reiz des Neuen kann auch schnell wieder verpuffen, wenn die Venus auf Saturn trifft. Schon am 25. kann es zu einer Enttäuschung kommen, wenn ihr nicht aufpasst. Deshalb würde ich euch generell raten, in der zweiten Monatshälfte weder in der Liebe noch beruflich spontan Entscheidungen zu treffen, die langfristige Folgen haben. Die Zeit ist einfach zu unruhig. Versucht, mit dem Fluss der Energie zu gehen und euch nicht dagegen zu stemmen. Ab dem 3. Mai seht ihr klarer. Der Vollmond im Skorpion in der Nacht vom 26. auf den 27. April kann eine emotionale Bombe platzen lassen oder euch große Leidenschaft bescheren, je nachdem, wie eure Situation ist. Er fällt auf eure Beziehungsachse und ist erotisch und gleichzeitig überraschend. Von dieser Energie sind auch die restlichen Tage des Monats geprägt und ich hoffe, ihr könnt das Potenzial an Spaß und Aufregung ausschöpfen, was darin steckt. Ihr könnt mir ja mal hier posten, was in diesen Tagen so bei euch abgeht. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Der Monat startet lebhaft und voller Pläne für euch. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Zwillinge-Sonne und dem Zwillinge-Aszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, die ich hier nicht abdecken kann. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Jetzt schauen wir in die Konstellationen. Gut möglich, dass ihr ganz verliebt oder zumindest mit interessanten neuen Bekannten in den Monat startet. Die Sterne verheißen jedenfalls spannende Begegnungen, durchaus auch solche, bei denen ihr auf Leute zugeht. Ihr müsst nur eure spitze Zunge ein wenig im Zaum halten, um mögliche Flirtkandidaten nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber davon abgesehen erhalten Liebe und Freundschaft viele schöne, prickelnde Impulse, vor allem bis zum 20. April. Die Stellung von Glücksplanet Jupiter zeigt, dass ihr wahrscheinlich über Ostern ein ziemliches Fernweh verspürt und am liebsten eine schöne Reise machen würdet. Aber ob das klappt, ist ja weiterhin sehr unwahrscheinlich. Der Kontakt zu guten Freunden kann euch darüber hinweghelfen, auch online oder am Telefon. Gesundheitlich kann die Zeit bis zum 10. April etwas heikel für euch werden. Da solltet ihr euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzen und gut auf euch Acht geben. Beruflich kann es ein sehr produktiver Monat werden. Vor allem die Zeit gleich nach Ostern ist sehr gut, um Pläne zu machen und die Initiative zu ergreifen. Auch Zoom-Meetings mit eurem persönlichen Netzwerk und ähnliche Treffen stehen unter guten Sternen, zumal der Merkur am 4. April in den Widder geht und das ist günstig für euch. Falls ihr helfend und heilend tätig seid oder vielleicht Online-Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung gebt, werdet ihr viel Zulauf haben. Es ist ein guter Monat, um im Internet tätig zu sein oder beispielsweise auch an einer neuen Homepage zu arbeiten.
Alle diese Themen werden vom Neumond am 12. April aktiviert. Wenn ihr also in diesem Bereich ein neues Projekt starten wollt, ist das ein guter Zeitpunkt dafür. In der Liebe kann sich ab dem 14. April eine gewisse Beruhigung einstellen. Die Venus geht dann nämlich in den Stier und das ist beim Zwillinge-Kollektiv das 12. Haus des Rückzugs. Wundert euch dann also nicht, wenn es beim Flirten und bei Beziehungsangelegenheiten etwas ruhiger wird. Dafür ist dann euer innerer Reichtum aber umso größer. Vor allem diejenigen von euch, die spirituell als Medien, Heilerinnen oder mit Ritualen arbeiten, haben dann drei sehr inspirierte Wochen vor sich. Es ist auch eine sehr schöne Zeit, um mit der inneren Göttin zu arbeiten, weil ja auch Lilith da im 12. Haus steht. Gleichzeitig profitiert ihr im ganz normalen Berufsalltag noch bis zum 19. April von besonderen Erfolgsaspekten. Die sind gut für Verhandlungen, Verkaufen und Geschäfte, aber auch falls ihr zwischen strittigen Parteien vermittelt, werdet ihr unbedingt gebraucht. Am 19. April, spätabends um 22.33 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und mit ihr der Merkur. Dann werden für die kommenden 4 Wochen die kosmischen Bereiche Heilung, Magie und Spiritualität ganz stark angeregt. Gesundheitlich kann diese ganze Planetenpower im Stier allerdings Probleme mit sich bringen. Möglicherweise treten nun schon bestehende Schlafprobleme auch stärker hervor. Einige von euch haben mir zurückgemeldet, dass sie tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Ein- und Durchschlafen haben, weil Uranus die Träume anregt oder stört. Da gibt es nur eins: Traumtagebuch bereitlegen und sich im Klarträumen üben. Falls euch das kein Begriff ist, das ist eine mentale Technik, bei der man sich im Traum bewusst wird, dass man träumt und dann lernt, den Traum zu steuern. Das ist auch sehr heilsam, falls man unter Albträumen leidet. Könnt ihr einfach mal googeln. Ihr findet unter dem Begriff Klarträumen viele interessante Informationen und ich setze euch auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Oder ihr hört euch Esthers Gesundheitsmeditation an, falls ihr wach liegt. Das kann auch nicht schaden. Verlinke ich euch auch. Wichtig ist noch zu wissen, dass am 23. April der Mars in den Krebs weiterzieht. Dann aktiviert er für die kommenden 6 Wochen euer kosmisches Geldhaus. Das ist gut, um zu bekommen, was euch zusteht. Wenn ihr noch eine Zahlungserinnerung rausschicken wollt oder telefonisch bei einer Behörde nachhaken wollt, nutzt dafür am besten die Zeit ab dem 23. April bis zum Monatsende. Am 27. April, also in der Nacht vom 26. auf den 27., haben wir noch dann einen besonders leidenschaftlichen Vollmond. Der fällt bei euch auf die Heiler- und Spiritualitätsachse und wird wahrscheinlich auch nochmal eure Träume ganz stark anregen. Oder ihr könnt dann überhaupt nicht schlafen. Aber dann würde ich euch auch empfehlen, die Zeit für spirituelle Meditationen und Techniken zu nutzen. Und dann kommt ja der Tanz in den Mai und da sind wir wahrscheinlich auch auf uns selbst gestellt und müssen schauen, dass wir das spirituelle Gefühl dieses besonderen Festes ausschöpfen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Euch erwartet ein spannender Monat, beruflich wie in der Liebe. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zur Krebssonne und dem Krebsaszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, die ich hier nicht abdecken kann, weil die für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Konstellationen im April zeigen, dass weiterhin Entscheidungsfragen im Raum stehen. Und die haben oft mit eurer beruflichen Situation oder gesellschaftlichen Stellung zu tun. Häufig hängen von euren Entscheidungen auch andere ab. Und das kann euch ganz schön unter Druck setzen, weil ihr ja mit allen in Harmonie sein wollt und am liebsten soll alles wie von selbst gehen. Aber ihr müsst jetzt Stellung beziehen und gut abwägen, welche Schritte ihr gehen werdet und dann auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Weiterhin gilt, dass vertraute Menschen, aber auch neue, interessante und wichtige Kontakte euch unterstützen und zur Seite stehen. Ich habe da wieder mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja Krebsaszendent.
Ich hatte jetzt hier in Arizona ganz tolle Unterstützung dabei, mein zweites Sternenstudio einzurichten, in dem ich gerade dieses Video aufzeichne. Und zwar hat mir mein Mann geholfen, also jemand Festes, Vertrautes. Und wir haben einen neuen, coolen Handwerker gefunden, der meine Wünsche genau umgesetzt hat. Und das war der neue interessante Kontakt. Das war richtig Teamarbeit. Und ihr könnt jetzt auch euer Team auswählen oder finden. Und scheut euch auch nicht, um Hilfe zu bitten. Ihr werdet sie bekommen. Über die Ostertage kann es übrigens sein, dass ein berufliches Projekt euch weiterhin beschäftigt oder ihr sogar gefragt werdet, ob ihr eine Extraschicht einlegen wollt. Das müsst ihr euch aber gut überlegen, damit ihr nachher nicht in Gewissenskonflikte geratet. Ihr habt nämlich auch die Wahl, schöne Momente mit dem Partner zu verbringen. Auch Freunde oder Bekannte können sich ganz überraschend melden. Nach den Feiertagen habt ihr, wie gesagt, beruflich viel zu tun. Der Neumond am 12. April fällt in euer kosmisches Karrierehaus und kann ein guter Startpunkt für ein neues berufliches Projekt sein. Ihr könnt auch den Sonntag vorher noch nutzen, um über eure Berufung und über eure weiteren Lebensziele zu meditieren. Falls es euch doch sehr schwer fällt, eine wichtige Entscheidung zu treffen, könnt ihr auch noch ein bisschen abwarten. Ab dem 15. April wird es leichter. Dann steht nämlich die Venus im Stier und schenkt euch liebevolle Unterstützung. Es können sich dann auch unerwartete Lösungen für Situationen ergeben, sodass sich einige Dinge wie von selbst fügen. In der Liebe kann der Monat durchaus spannend werden. Ihr könnt jemanden durch ein berufliches Projekt kennenlernen, aber auch durch Bekannte. In der zweiten Monatshälfte sind Internetbekanntschaften besonders angeregt, aber da gibt es dann ein Auf und Ab und hin und her. Deswegen hängt bloß nicht gleich euer Herz dran, sondern schaut euch das erstmal an. Heikel sind die Tage vom 20. bis zum Vollmond am 27. April. Da kann auf eine tolle Liebesüberraschung gleich auch eine Enttäuschung folgen. Also bleibt ein bisschen auf Abstand und passt auf euer Herz auf. Möglich ist auch eine Verwicklung, weil in einer Freundschaft plötzlich Liebesgefühle entstehen und nicht ganz klar ist, wo das hinführen kann. Wenn ihr dagegen in einer festen und vertrauten Partnerschaft seid, könnt ihr diese aufregenden Konstellationen genießen, indem ihr euch Zeit für erotische Experimente oder interessante gemeinsame Unternehmungen nehmt. Ich muss aber noch erwähnen, dass am 19. April abends um 22:33 Uhr die Sonne dieses Jahr in den Stier geht und begleitet von Merkur und sie steht dann für die nächsten 4 Wochen angenehm und günstig für euch. Ja, und am 23. März gibt es einen sehr wichtigen Übergang. Dann geht der Mars in euer Zeichen Krebs und versorgt euch für die nächsten 6 Wochen mit Energie und Tatkraft, kann aber auch euer Stresslevel steigern. Mars im Krebs kann dazu führen, dass ihr euch schneller als sonst persönlich angegriffen fühlt. Da kann euch dann die 90-Sekunden-Regel gute Dienste leisten. Die habe ich in meinem Video über Mars im Widder genau erläutert und ihr findet sie auch in der Mars-Analyse zum Nachlesen. Der Vollmond im Skorpion am 27. April schenkt euch Inspiration und Leidenschaft. Und falls der Haussegen schief hängt, dann können diese Konstellationen allerdings auch zu einem leidenschaftlichen Krach führen. Die Sterne raten euch in so einem Fall unbedingt eine Versöhnung noch bis zum Monatsende anzustreben. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ihr startet mit günstigen Tendenzen in den Monat, sowohl in der Liebe als auch in dem Beruf. Bevor wir uns das näher anschauen, hier noch ein Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Löwesonne und dem Löwe-Aszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, die ich hier nicht abdecken kann, weil die für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Der Monat startet mit positiven Tendenzen. Eure festen Partnerschaften sind im Aufwind. Gute Freunde erweisen sich als verlässlich und sogar schwierige Beziehungsthemen können Heilung erfahren. Über Ostern spürt ihr wahrscheinlich starkes Fernweh und weil es wohl kaum gestillt werden kann, müsst ihr Alternativen überlegen.
Ihr solltet zu den Feiertagen auf jeden Fall aktiv werden, auch wenn es nur vor der Haustür ist, und mit ausgewählten netten Leuten etwas unternehmen. Oder wenn ihr zum Beispiel bedürftigen Verwandten oder Familienmitgliedern eure Hilfe anbietet, kann das eine schöne spirituelle Erfahrung sein. Im Anschluss an die Feiertage sind die Konstellationen ausgesprochen produktiv und vorwärts gerichtet. Selbst diejenigen von euch, die Gegenwind durch Saturn bekommen, stellen jetzt fest, dass vieles wieder vorangeht und dass sie auch gute Unterstützung bekommen. Beruflich solltet ihr den Teamgedanken hochhalten. Da gibt es tüchtige und tatkräftige Mitstreiter, die dankbar sind und gerne mit anpacken, wenn ihr die Richtung vorgebt. Falls ihr in einem Heilberuf arbeitet, können sich neue Perspektiven ergeben und neue Chancen auftun. Auch wenn ihr als Coaches oder Seminarleiterinnen tätig seid, werdet ihr im April erfolgreich sein, vor allem online. Der Neumond vom 12. April aktiviert den Bereich der Perspektiven und Pläne und lädt euch ein, über eure Zukunft und eure Vorhaben nachzudenken. Weil Chiron mit dabei steht, geht es auch darum, zu akzeptieren, was vielleicht gerade nicht möglich ist und sich zu neuen Wegen inspirieren zu lassen. In der Liebe lässt sich der Monat gut an, besonders für die Augustlöwen, denn sie genießen liebevolle Aspekte von Jupiter und Venus. Falls es etwas von Herz zu Herz zu besprechen gibt, ist dafür die erste Monatshälfte besonders gut geeignet und selbst heikle oder schmerzliche Themen können gut bewältigt werden. Am 14. April spätabends geht die Venus in den Stier und versprüht dann ihren Charme in eurem kosmischen Karrierehaus für 3 Wochen. Das kann sehr günstig sein, falls ihr Präsentationen machen und euch im besten Licht darstellen möchtet. Allerdings gibt es dann ein Auf und Ab der Aspekte. Es können sich Pläne und Zielvorgaben ändern oder eine Chefin sagt euch mit ihrem süßesten Lächeln, dass irgendetwas nicht klappt. Möglich ist auch eine überraschende finanzielle Zusage oder ein Gewinn, gefolgt von einem Verlust oder Abzug nur wenige Tage später. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen und behaltet eure eigentlichen Ziele und Vorhaben im Fokus. Notfalls verschiebt wichtige Entscheidungen bis in den Mai. Am 19. April abends um 22:33 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Stier, zeitgleich mit dem Merkur. Und das bringt dann nochmal für 4 Wochen Energie in euer kosmisches Karrierehaus. Langfristig stehen ja dort die beiden Querulanten Uranus und Lilith. Und die werden in der zweiten Monatshälfte stark aktiviert, daher die Unruhe. Und die steigert sich noch bis zum Vollmond im Skorpion am 27. April. Vorher passiert aber noch was sehr Wichtiges. Der Mars wechselt das Zeichen und geht am 23. in den Krebs. Für eure Sonne oder den Aszendenten steht er dann in den kommenden 6 Wochen energetisch nicht mehr so günstig. Er kann es mit sich bringen, dass Menschen sehr empfindlich und beleidigt reagieren, wenn ihr sie nicht mit Samthandschuhen anfasst. Der Vollmond am 27. April steckt voller Leidenschaft und Überraschungen. Bei euch kann es in diesen Tagen zu emotionalen Momenten bezüglich der Karriere oder beruflicher Entwicklungen kommen. Ihr solltet wirklich schauen, dass ihr das nicht so nah an euch heranlasst und womöglich spontan Entscheidungen trefft, die ihr nachher bereut, zum Beispiel eine Kündigung. Solche Entscheidungen können auch eure Familie betreffen, etwa wenn es darum geht, familiäre und berufliche Angelegenheiten unter einen Hut zu bringen. Für einige von euch ziehen sich solche Überlegungen und womöglich auch Auseinandersetzungen sogar noch bis Mitte Mai hin. Aber es lohnt sich, gründlich über alles nachzudenken, bevor ihr Entscheidungen trefft, die langfristige Konsequenzen haben. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Es bleibt weiter spannend für euch in der Liebe. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Jungfrau-Sonne und dem Jungfrau-Aszendenten. Es kann aber sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, auf die ich hier nicht eingehen kann, weil sie für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den April.
Hat sich für euch etwas Neues und Schönes im Liebesleben und in der Partnerschaft ergeben mit dem tollen Neumond im März? Und hattet ihr die Gelegenheit, mit eurem Schatz über wichtige gemeinsame Projekte und über eure Ausrichtung im Leben zu sprechen? Dann erlebt ihr jetzt wahrscheinlich ein recht inniges Ostern oder auch eins mit Schmetterlingen im Bauch. Und wenn ihr gerade keine Partnerschaft habt, wird es euch garantiert auch nicht langweilig, denn ihr habt viel Energie, um an persönlichen Projekten zu werkeln. Gut möglich auch, dass ihr gefragt werdet, ob ihr über Ostern eine ehrenamtliche oder auch berufliche Aufgabe übernehmen wollt, vor allem wenn ihr im Gesundheitsbereich arbeitet. Falls ihr die Zeit dazu habt, solltet ihr das ruhig in Betracht ziehen, denn die Sterne versprechen Erfolg und interessante Kontakte. Beruflich habt ihr im Anschluss an Ostern eine produktive Phase, solange ihr euch nicht auf die Palme bringen lasst. Der Mars kann euch gereizt machen. Das betrifft jetzt im April besonders die Geborenen der dritten Dekade. Aber wenn ihr einen kühlen Kopf bewahrt, könnt ihr beruflich eine Menge schaffen. Insgesamt ist es euch diesen Monat sehr wichtig, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und es kommen auch einige auf euch zu und wollen etwas von euch, sei es privat oder geschäftlich. Das kann gegebenenfalls auch über Social Media oder das Telefon geschehen. Denkbar sind Konflikte, weil mehrere Leute gleichzeitig etwas von euch wollen und ihr müsst dann die richtigen Prioritäten setzen. Das ist nicht immer einfach, klärt sich aber im Laufe des Monats. In euren festen und verbindlichen Beziehungen wie auch Geschäftspartnerschaften sind weiterhin wichtige Entwicklungen zu erwarten, die wahrscheinlich eurer Energie und Hinwendung bedürfen. Der Neumond am 12. April aktiviert diese Bereiche in eurem Horoskop. Da kann es in eurer festen Beziehung um eine gemeinsame Neuausrichtung gehen oder um den Beginn einer wichtigen geschäftlichen Vereinbarung, die neue Aufgaben mit sich bringt. Mein Tipp wäre jedoch für Neuanfänge bis zum 15. April zu warten. Am 14. wandert nämlich die Venus für 3 Wochen in den Stier und das ist günstig für euch, sowohl für die Liebe als auch für finanzielle Absprachen. Bei schon bestehenden Abmachungen und Verbindungen gilt allerdings Vorsicht in der Zeit vom 19. bis 24. April. Dann zeigen die Sterne ein Dilemma an zwischen dem Wunsch nach Freiheit für eine neue Liebe und der Verantwortung für bestehende Beziehungen. In diesen Tagen solltet ihr die Füße stillhalten. Wahrscheinlich beruhigt sich die Sache dann schnell wieder. Da passiert kosmisch einiges. Die Sonne geht am 19. abends um 22.33 Uhr in den Stier, begleitet von Merkur. Die Planeten aktivieren dann euer Fernweh, eure Sehnsucht nach Abenteuern und den Wunsch nach neuen Perspektiven. Außerdem verbindet sich die Venus mit Uranus. Dann kann der Liebesblitz einschlagen. Das ist gut, wenn ihr frei seid, aber eben ungünstig, falls ihr schon gebunden seid. Am 23. April zieht der Mars weiter in den Krebs. Dann dürften beruflicher Stress und Druck insgesamt nachlassen. In den kommenden 6 Wochen habt ihr dann besonders viel Schwung und kommt gut voran, falls ihr beruflich viel mit Social Media, Netzwerken und Online-Seminaren zu tun habt. Ab dem 25. beginnt eine schöne Phase in der Liebe für euch, die bis zum 8. Mai reicht. Vorausgegangene Schwierigkeiten seht ihr nun in einem neuen Licht. Dazu kann auch der Vollmond im Skorpion am 27. April beitragen. Er schenkt euch sinnliche Momente und vielleicht auch eine erotische Überraschung. Auch für die Singles sind während der Zeit bis zum 8. Mai die Chancen erhöht, unerwartet eine schöne Liebesbegegnung zu erleben. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Der Monat hält ein Highlight in der Liebe für euch bereit. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich hier noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Waagesonne und dem Waage-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, auf die ich hier nicht eingehen kann, weil sie für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den April. In der Liebe befindet ihr euch noch bis zum 14. April in einem Highlight.
Es ist eine schöne Zeit für gesellige Aktivitäten und nette Begegnungen. Auch wenn weiterhin Einschränkungen bestehen, die kosmische Energie ist so stark, dass ihr bestimmt interessante Leute trefft, zum Beispiel auch über eure Social Media. Bei solchen Begegnungen wird allerdings auch der verwundete Heiler Chiron aktiviert. Das heißt, vieles bleibt nicht an der Oberfläche, sondern Liebesangelegenheiten können euch in Kontakt mit einem wunden Punkt bringen. Doch es lohnt sich, solche intensiven Momente bewusst gemeinsam durchzustehen, denn anschließend kann sich die Bindung vertiefen und Beziehungsmuster können geheilt werden. Das gilt sowohl in bestehenden Beziehungen als auch, falls ihr einen neuen Flirt anfangt und auch für Freundschaften. Auch beruflich seid ihr produktiv. Besonders die Selbstständigen sehe ich aktiv ihre Projekte vorantreiben, denn sie sind an etwas Wichtigem dran. Und für manche von euch bedeutet das, ihr seid über Ostern hin und her gerissen zwischen partnerschaftlichen Angelegenheiten, Familienverpflichtungen und dem beruflichen Vorankommen. Es könnte durchaus noch mal etwas anstrengend für euch werden, das alles unter einen Hut zu bekommen. Am 12. April ist der Neumond im Widder. Der fällt bei euch ins Partnerhaus und hat einerseits viel gute Aufbruchsenergie, andererseits aber auch einen Aspekt für Partnerschaftsstress. Mein Tipp wäre daher, dass ihr euch Ostern und in den Osterferien um das Private kümmert, damit es hier nicht zu einer Enttäuschung kommt. Wobei ihr im Job zwischen dem 7. und 13. April aufpassen müsst, dass euch nicht missgünstige Kollegen einen Strich durch die Rechnung machen. Achtet in der Zeit darauf, was hinter eurem Rücken vor sich geht und schreitet gegebenenfalls ein. Aber danach wendet sich das Blatt und vom 14. bis 22. April habt ihr dann beruflich eine richtig gute Phase, in der ihr sowohl die Initiative für etwas Neues ergreifen als auch bei bestehenden Vorhaben Fortschritte erzielen könnt. In der Zeit könnt ihr auch gut im Team arbeiten und tatkräftige Mitstreiter finden, die sich gemeinsam einsetzen. Ab dem 14. April abends läuft die Venus durch den Stier und aktiviert eure festen und verbindlichen Beziehungen. Noch mehr Energie kommt in diesem Bereich, wenn am 19. April um 22:33 Uhr die Sonne in den Stier geht, und zwar in Begleitung von Merkur. In den Wochen darauf wird hier Innovationsplanet Uranus aktiviert. Das bedeutet, der Kosmos verlangt von euch Veränderungen und Neuausrichtungen in euren festen Partnerschaften, aber auch bei finanziellen Verbindlichkeiten. Da sind möglicherweise auch längerfristig wichtige Veränderungen im Gange, aber in den kommenden circa 4 Wochen seid ihr hier gefordert, Entscheidungen zu treffen und Schritte zu unternehmen, die jetzt nötig sind. Möglich auch, dass durch überraschende Ereignisse von außen solche Schritte nötig werden. Dabei kann es beispielsweise um eine gemeinsame neue Anschaffung gehen, um einen Umzug oder um eine Entscheidung, auf welche Schule euer Kind nach dem Sommer gehen soll. Vielleicht wollt ihr auch einen Versicherungsvertrag kündigen und neu aufsetzen. In den Tagen rund um den Vollmond im Skorpion am 27. April liegen Leidenschaft und Überraschungen in der Luft. Dann kommen die Dinge richtig in Gang. Vielleicht braucht ihr Wagen ja einen solchen Anstoß, um endlich zu einer Entscheidung zu kommen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ab dem 23. April der Mars durch den Krebs läuft. Das kann in den kommenden 6 Wochen beruflich mehr Druck und Stress mit sich bringen und euch auch tendenziell gereizt machen. Andererseits bringt dieser Aspekt oft ein gutes Fortkommen in der Karriere, wenn ihr einen kühlen Kopf bewahrt. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. In der Liebe wird es ein prickelnder Monat für euch, aber ihr müsst auch sehr achtsam mit euren Beziehungen sein. Gleich erfahrt ihr mehr darüber. Vorher habe ich aber noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Skorpionsonne und dem Skorpion-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen. Auf die kann ich hier nicht eingehen, weil sie für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Und jetzt kommen wir zu den Konstellationen im April.
Eure Sterne legen nahe, dass ihr euch zu Ostern Zeit nehmen solltet, um etwas für eure Gesundheit zu tun und ganz allgemein dafür zu sorgen, dass es euch gut geht. Einige von euch werden sich auch vornehmen, die Familie zu verwöhnen und mal für alle zu kochen. Vielleicht ein gesundes und leckeres Rezept. Ihr dürft davon ausgehen, dass Familienmitglieder und Lebenspartner euch dabei unterstützen und ihr ein harmonisches Team bildet. Aber denkt dran, rechtzeitig einzukaufen. Am besten im Bio-Supermarkt. Die sind nicht so überlaufen. Oder vielleicht haben die anderen auch Lust, mit euch gemeinsam eine neue, gute Gesundheitsroutine anzufangen. Dafür würde sich der Neumond am 12. April gut eignen. Es kann allerdings auch sein, dass ihr beruflich gefordert seid und vielleicht Feiertagsschichten einlegen oder eine Aufgabe über Ostern erledigen sollt. Deshalb solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr dran geht, wenn ein Anruf aus dem Büro kommt. Wenn dort wichtige Dinge anliegen, kann es sinnvoll sein, sich damit zu beschäftigen. Der Neumond am 12. April kann nämlich auch beruflich eine Wende oder einen Neuanfang bringen. Für die Liebe ist wichtig, dass langfristig Unruhestifter Uranus in eurem Partnerhaus steht und bis Juli auch die Lilith. Und beide sorgen ja schon seit einiger Zeit, vor allem bei den Oktoberskorpionen, für unruhige Entwicklungen in der Partnerschaft. Ich habe Trennungen beobachtet oder eine neue Liebe oder manchmal auch eine Affäre trotz bestehender Partnerschaft. Und diese längerfristigen Tendenzen werden nun ab der Monatsmitte stark aktiviert und das spüren dann alle Skorpiongeborenen. Die Venus wechselt am 14. April in den Stier und am 19. April auch der Merkur und abends dann um 22.33 Uhr auch die Sonne. Und dann beginnt eine gesellige Phase bis zum 9. Mai mit der Chance auf viele Treffen und Begegnungen. Hoffentlich habt ihr dann auch die Freiheit, das auszunutzen. Für Singles ist das eine super Gelegenheit zu flirten. Und dabei wundert ihr euch manchmal selbst, auf welche überraschende und ungewöhnliche Art die Liebe zu euch findet. Allerdings gibt es zwischendurch kritische Tage vom 20. bis 24. April. Da droht Liebeskummer. Vielleicht wird dann ein Treffen überraschend abgesagt oder bei euch selbst ändern sich schlagartig die Gefühle. Seid nicht nachtragend und verzichtet auf Schuldzuweisungen, denn das Blatt kann sich schon bald wieder wenden. Wenn ihr aber fest liiert seid und eure Beziehung schon Schlagseite hat, dann erreicht ihr womöglich jetzt die Sollbruchstelle, an der es zu einer Trennung kommt. Der Vollmond im Skorpion am 27. April findet auf eurer Beziehungsachse statt und steckt voller Leidenschaft und Überraschungen. Wenn ihr Krach hattet, kann es dann zu einer leidenschaftlichen Versöhnung kommen. Wenn ihr noch Single seid, kann der Liebesblitz einschlagen. Dabei interessieren euch Menschen, die ganz anders sind als euer sonstiges Beuteschema. Ihr seht also, die zweite Monatshälfte steckt voller Liebeschancen, Liebesüberraschungen und ist auch ein klein wenig gefährlich, wenn ihr nicht achtsam mit euren Beziehungen umgeht. Für euer berufliches Fortkommen ist wichtig zu wissen, dass ab dem 23. April der Mars in den Krebs wechselt und dann erhaltet ihr kosmischen Rückenwind. Dann beginnt eine produktive Phase bis Ende Mai, in der ihr genug Schwung und Optimismus habt, um bestehende Blockaden aus dem Weg zu räumen oder zumindest einiges aufzuholen. Das ist auch eine gute Zeit, um neue Projekte anzuschieben. Außerdem bringt dieser Transit ein Gefühl von Fernweh und den Wunsch, mal wieder ein Abenteuer zu erleben. Wenn es gut läuft, könnt ihr in dieser Zeit wieder unterwegs sein und vielleicht auch beruflich reisen. Auf jeden Fall seid ihr angeregt, Pläne für eure Zukunft zu machen und auch erfinderisch darin, sie umzusetzen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Lust, Liebe und Kreativität scheinen weiter für euch großgeschrieben zu sein. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher habe ich noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Schützesonne und dem Schütze-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, auf die ich hier nicht eingehen kann, weil sie nämlich für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Der Monat beginnt mit tollen Aspekten für eure Liebeslust und Lebensfreude. Die könnt ihr wohl am besten ausleben, wenn ihr schon in einer Partnerschaft seid oder einen heißen Flirt am Laufen habt.
Die Sterne zeigen auch Begegnungen mit interessanten männlichen Kandidaten. Trotz neuer Einschränkungen können die irgendwie in euer Leben finden. Das zeigt der Mars in eurem Partnerhaus. Allerdings bringt er auch Menschen, die euch herausfordern. Vielleicht ergeben sich witzige Sticheleien nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Möglich aber auch, dass es um ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft geht. Und euer Gegenüber ist nicht ganz zu Unrecht der Meinung, dass er oder sie, wahrscheinlich aber er, besser weiß, wo es lang geht als ihr selbst. Ihr solltet zumindest offen dafür sein, falls man euch Vorschläge macht, auch wenn sie euch eine gewisse Überwindung abverlangen. Das könnte letztlich in die richtige Richtung gehen. Über die Ostertage ist ein Konflikt erkennbar zwischen euren Wünschen und den Bedürfnissen von Familienmitgliedern. Ihr wollt euch ausleben und eurer Lust folgen, aber es gibt eben auch Verpflichtungen, sich um Menschen in eurer Nähe zu kümmern, die bedürftig sind. Wenn das der Fall ist, seht es als spirituelle Aufgabe über Ostern. Ihr findet bestimmt einen Ausgleich durch Sport oder andere aktive Unternehmungen. Und wenn ihr Zeit habt, euch der Liebe zu widmen, erlebt ihr innige und lustvolle Momente, die auch etwas Heilsames haben, auch falls ihr ein Problem mit der Selbstliebe habt. Beruflich befindet ihr euch nach der Osterzeit in einer etwas angespannten Phase bis zum 14. April. Achtet mal drauf, ob eure Geschäftspartner oder Kollegen wirklich mit euch an einem Strang ziehen. Oder hat da jemand eine geheime Agenda und agiert hinter eurem Rücken? Möglich auch, dass Erwartungen in ein Projekt zu hoch sind, was zu Enttäuschungen führen kann. Jedenfalls solltet ihr nicht nur den Spaßfaktor im Auge haben, sondern auch die nüchternen Fakten. Dann nämlich könnt ihr von einem guten Finanzaspekt zwischen dem 8. und dem 11. April profitieren. Am 12. April ist Neumond im Widder und der ist sehr günstig für alle Projekte, hinter denen ihr wirklich steht und die euch am Herzen liegen. Wenn ihr also was Wichtiges starten wollt, ist das ein gutes Datum. Einziger Wermutstropfen könnten finanzielle Verwicklungen sein, aus denen ihr euch nicht recht befreien könnt. Wenn das noch nicht geklärt ist, solltet ihr noch abwarten bis nach dem 15. April. Dann beginnt eine Phase von ca. 5 Wochen, in der euer Joballtag und Gesundheitsroutinen viel Aufmerksamkeit von euch fordern. Vielleicht habt ihr euch zu sehr verausgabt in dem Wunsch, Sport oder Hobbys auszukosten. Oder eine Affäre hat euch viel Energie gekostet. Jedenfalls geht es dann darum, euch um Liegengebliebenes zu kümmern oder auch auf eine neue Situation im Zusammenhang mit eurer Arbeit einzustellen. Möglicherweise ein Wechsel vom Homeoffice wieder zurück an den vorherigen Arbeitsplatz. Vielleicht aber auch die Einführung einer neuen Technologie. Das ist im Prinzip eine längerfristige Tendenz, weil Uranus und Lilith im Stier in eurem kosmischen Berufshaus stehen. Und diese Tendenz wird jetzt aktiviert, vor allem für die Schütze-Aszendenten. Denn am 14. April wechselt erst die Venus in den Stier und am 19. dann auch die Sonne. Und das wird vermutlich einige Planänderungen in eure Abläufe bringen, vielleicht auch die Aufforderung, wichtige Entscheidungen zu treffen oder sich mit neuen Kolleginnen oder Kollegen zu arrangieren. In den Tagen rund um den Vollmond am 27. April seid ihr möglicherweise ungewohnt empfindlich und emotional gegenüber Veränderungen eures Alltags. Ihr habt möglicherweise den Eindruck, dass man euch da was aufzwingen will. Ihr solltet in diesen Tagen möglichst keine Entscheidung treffen und schon gar nicht spontan kündigen, denn die Lage wird sich wahrscheinlich schnell wieder entspannen. Dazu kann auch beitragen, dass der Mars ab dem 23. April in den Krebs weiterzieht und damit aus dem unmittelbaren Stressaspekt zu eurer Sonne herausgeht. Anfang Mai ist wahrscheinlich alles wieder gut. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Wie ist es gelaufen bisher? Hat der Mars Unruhe in eure täglichen Routinen gebracht? Gleich schauen wir, wie es da weitergeht. Vorher habe ich aber noch einen Hinweis. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Steinbocksonne und dem Steinbock-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen, auf die ich hier nicht eingehen kann, weil die nämlich für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in die Konstellationen für den April schauen.
Die Ostertage Anfang April sind von Familienverantwortung geprägt. Bei euch steht ja der Heilerplanet Chiron im kosmischen Haus der Herkunft und Familie und aktuell auch die Sonne und die Venus im Widder. Es geht also um Liebe, Zuwendung und Heilung in eurem Familienkreis. Offenbar ist hier gegenseitige Unterstützung gefragt. Beruflich zeigt der Mars weiterhin gewisse Herausforderungen an, besonders in der Zeit bis zum 11. April ist eine etwas schwierige Phase, in der die Kommunikation gestört sein kann. Da müsst ihr genau hinschauen, ob Kollegen oder Mitarbeiter euch richtig verstehen und ihre Aufgaben auch zu Ende bringen. Gleichzeitig ist das eine finanziell recht lukrative Phase. Passt deshalb auf, dass euch nicht etwa finanzielle Chancen entgehen, weil jemand Dinge hat schleifen lassen. Auch gesundheitlich sind diese ersten 12 Tage des Monats kritisch. Ihr seid empfindlicher als sonst und solltet Ansteckungsgefahren weiträumig meiden. In der Liebe solltet ihr in der ersten Monatshälfte behutsam und achtsam bleiben, denn die Aspekte zeigen Anspannungen. Vielleicht habt ihr nicht so viel Zeit füreinander, weil beispielsweise die Verantwortung in der Familie viel Raum einnimmt. Jedenfalls seid ihr euch da möglicherweise mit den Beziehungspartnern nicht einig und dann kann es passieren, dass Konflikte unter die Gürtellinie gehen, obwohl keiner von beiden das eigentlich wollte. Abhilfe schafft ihr, indem ihr euch bewusst Mühe gebt, euren jeweiligen Einsatz zu würdigen und wertzuschätzen. Wenn in eurer Beziehung etwas im Argen liegt, müsst ihr besonders vorsichtig sein, damit es während der ersten 2 Wochen im April nicht zu einem Bruch kommt. Die Höchstspannung ist ausgerechnet am Neumond erreicht. Der ist am 12. April und fällt in euer kosmisches Haus der Familie und Herkunft. Grundsätzlich ist das ein guter Neumond für einen gemeinsamen Neuanfang, um über Familienangelegenheiten nachzudenken, aber auch, falls ihr beispielsweise einen Umzug plant oder in eurem Heim etwas erneuern wollt und verändern wollt. In diesem Falle würde ich aber raten, bis zum 15. April zu warten, dann ist der schwierige Aspekt durch und man kann besser über alles reden. Außerdem geht am 14. die Venus in den Stier und bringt euch dann für 3 Wochen auf Kuschelkurs. Dann kommt eine Superphase bis zum 3. Mai, die richtig mit stürmischen Gefühlen einhergehen kann. Singles können dann eine ganz heiße Affäre beginnen, die vielleicht in eine feste Beziehung mündet. Zumindest aber kann sie euer Leben bereichern. Auch in euren festen Beziehungen solltet ihr euch während dieser Zeit bis Anfang Mai öfter Zeit nehmen, um in der Liebe und Erotik aktiv und kreativ neue Sachen auszuprobieren. Und falls der Haussegen vorher schief hing, helfen euch die Sterne, euch gegenseitig wieder attraktiv zu finden und euch im besten Falle stürmisch im Bett zu versöhnen. Beruflich wird die zweite Monatshälfte wahrscheinlich produktiver als die erste und die gute Finanzphase hält an bis zum 22. April. Danach solltet ihr bis zum Monatsende eher sparsam mit dem Geld umgehen. Am 19. April um 22:33 Uhr wandert die Sonne dieses Jahr in den Stier, begleitet von Merkur und aktiviert dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Am 23. April passiert etwas sehr Wichtiges, dann zieht nämlich der Mars weiter in den Krebs und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Das verweist auf interessante Begegnungen mit vor allem männlichen Flirtpartnern, die erstaunlich gefühlvoll sind und nach einer echten Beziehung suchen. Allerdings kann euch dieser Mars-Transit in den kommenden 6 Wochen auch gereizter machen als sonst und ihr stellt fest, dass Menschen, mit denen ihr zu tun habt, besonders empfindlich reagieren und sich schnell angegriffen fühlen, auch wenn ihr es gar nicht so meint. Das ist für den sachlichen Steinbock sehr anstrengend. Ihr müsst euch dann richtig Mühe geben, besonders diplomatisch vorzugehen und auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen. Der Vollmond in der Nacht zum 27. April im Skorpion steht sehr günstig für euch und steigert eure Liebeslust und Leidenschaft. Möglich auch, dass es euch dann juckt, ein finanzielles Risiko einzugehen, aber wartet mit sowas lieber ab bis nach dem 3. Mai. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Es kann ein produktiver Monat voller kreativer Ideen für euch werden. Bevor wir uns das näher anschauen, hier noch ein Hinweis. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Wassermannsonne und dem Wassermann-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen. Und auf die kann ich hier nicht eingehen, weil sie für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht,
empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir uns den Konstellationen im April zuwenden. Diejenigen von euch, die viel eigenständig schreiben oder im Bereich von Kommunikation und Marketing tätig sind, haben wahrscheinlich gerade einen sehr guten Lauf und viele tolle Ideen. Auch wenn ihr als Coaches oder Heilerinnen unterwegs seid, dürftet ihr regen Zulauf haben und diese günstige Phase geht noch bis zum 22. April. Wundert euch nicht, wenn auch Anfragen für die Ostertage hereinkommen und einige von euch werden diesem Ruf wahrscheinlich gerne folgen. In eurem kosmischen Familienbereich steht weiterhin Unruhestifter Uranus, sodass ihr damit rechnen müsst, dass Osterpläne mit der Familie nicht ganz stabil sind und sich kurzfristig wieder ändern können. Das kann natürlich auch an den Einschränkungen von außen liegen, aber ihr seid zum Glück recht spontan und für vieles offen. Beim Geld müsst ihr allerdings in der ersten Monatshälfte ein bisschen aufpassen. Die Konstellationen zeigen eine Neigung bei euch, Geld für Vergnügen und Hobbys oder auch aus Liebe auszugeben. Und dabei könntet ihr eine Sache falsch einschätzen und einen Verlust erleiden. Und alle Warnleuchten sollten bei euch angehen, wenn ein neuer Flirtpartner euch um Geld bittet. Auf sowas dürft ihr euch überhaupt nicht einlassen. Am besten ihr spielt bei finanziellen Entscheidungen auf Zeit. Da kommen Ende des Monats viel bessere Aspekte. In der Liebe verspricht die erste Monatshälfte weiterhin schöne und lustvolle Momente. Und sollte sich eine gute Gelegenheit für Kuschelzeit ergeben, lasst sie nicht verstreichen, denn die zweite Monatshälfte wird stressiger und es gibt öfter Planänderungen. Am 12. April ist Neumond im Widder und der dürfte euch neue gute Ideen bescheren. Er ist günstig für alle, die schreiben, bloggen oder mit Marketing und Kommunikation zu tun haben. Und falls ihr euch vorgenommen hattet, etwas Neues zu lernen, eine neue Sprache, eine neue Technik oder wie eure neuesten Apps funktionieren, dann wäre dieser Neumond super, um damit zu beginnen. In der zweiten Monatshälfte geht mehr Energie in euer kosmisches Familienhaus. Ihr müsst dann damit rechnen, dass da mehr Unruhe aufkommt, dass ihr gefordert seid, flexibel mit Störungen und Planänderungen umzugehen. Langfristig steht da ja Uranus, sodass ihr wahrscheinlich ohnehin damit beschäftigt seid, wichtige Strukturen in eurem Leben zu ändern. Und die haben häufig damit zu tun, wo euer Wohnsitz ist, wo und wie ihr euer Familienleben gestaltet und wie ihr mit Menschen umgeht, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Auch Lilith befindet sich ja zurzeit dort und kann zum Beispiel Schwierigkeiten mit Töchtern oder jungen Frauen aus eurem Haushalt anzeigen. Oder vielleicht seid ihr es auch selbst, die mit anderen wegen der Regeln aneinander geraten. Oder ihr findet einfach keinen gemeinsamen Rhythmus in der Familie. Diese Tendenzen werden zunächst durch die Venus aktiviert, die am 14. in den Stier geht. Und am 19. spätabends geht dann auch die Sonne in den Stier, begleitet von Merkur. Und alle aktivieren dann die kosmischen Querulanten Uranus und Lilith. Schaut, dass ihr euch davon nicht zu sehr ablenken lasst, denn vom 18. bis 24. habt ihr gute Finanzaspekte. Und es würde sich lohnen, euren Geldangelegenheiten Aufmerksamkeit zu schenken. Am 23. April verlässt der Mars die Zwillinge und zieht weiter in den Krebs. Er steht dann nicht mehr so günstig zu eurer Sonne. Das kann während der nächsten 6 Wochen dazu führen, dass Menschen in eurem beruflichen und täglichen Umfeld besonders empfindlich reagieren und sich schnell angegriffen fühlen. Besonders rund um den Vollmond am 27. April müsst ihr mit stressigen Momenten rechnen, die euch nervös machen. Eine Familienangelegenheit kann dann mit ziemlichem Chaos verbunden sein und es ist gut möglich, dass die Beteiligten sehr emotional reagieren. Vielleicht findet ihr einen Weg, da ein bisschen auf Abstand zu gehen, denn mit euch selbst kommt ihr wahrscheinlich gut klar. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ich hoffe, ihr kommt klar mit den Mars-Einflüssen, die ein bisschen Hektik in euer Leben bringen. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp. Bei diesem Sternzeichenhoroskop deute ich die Aspekte zu eurer Fischesonne und dem Fische-Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass andere Planeten in eurem persönlichen Horoskop noch weitere wichtige Einflüsse empfangen und auf die kann ich hier nicht eingehen, weil sie für jeden individuell anders sind. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet.
Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in die Konstellationen für den April schauen, bei denen sich die unruhigen Aspekte mit Mars zunächst fortsetzen. Wenn ihr über Ostern etwas vorhabt, dann sollte das auf jeden Fall Aktivitäten beinhalten. Nur zu Hause sitzen und nichts Besonderes tun, wird wahrscheinlich zu Konflikten führen, vor allem mit männlichen Personen in eurem Haushalt. Die entstehen häufig dadurch, dass man sich missversteht oder dass Erwartungen nicht klar ausgesprochen werden. Am besten, ihr schaut, dass ihr vor die Tür kommt und etwas draußen unternehmt, entweder mit Familienmitgliedern oder auch alleine. Leider werden wir ja nicht viele Freiheiten genießen, aber zumindest dürfen wir uns an der frischen Luft bewegen. Hauptsache, ihr seid aktiv. Auch die Themen rund um euer Geld und um euer Selbstwertgefühl setzen sich noch weiter fort. Eventuell ist das auch mit dem Thema Liebe verknüpft. Eure Partnerschaft wirkt sich stark auf euer Selbstwertgefühl aus. Deswegen achtet darauf, dass beide sich gegenseitig ihre Wertschätzung ausdrücken, wann immer möglich. Wenn ihr alleinstehend seid, ist es wichtig, dass ihr mit euch selbst und euren Finanzen ins Reine kommt. Es kann übrigens durchaus sein, dass ihr in der ersten Monatshälfte eine Zuwendung erhaltet, vielleicht von Seiten der Familie, vielleicht aber auch von Menschen oder Institutionen, denen ihr in der Vergangenheit geholfen und die ihr unterstützt habt und die sich nun erkenntlich zeigen. Gesundheitlich müsst ihr in den ersten 12 Tagen des Monats auf euch Acht geben. Da scheint die Infektionsgefahr erhöht zu sein. Für Singles ist die erste Monatshälfte wahrscheinlich etwas ruhiger. Spannend wird es dann ab dem 15. April. Zuvor ist aber noch der Neumond am 12. April und durch diese Konstellation wird erneut euer kosmisches Geld- und Wertehaus aktiviert. Ihr könnt also den Neumond zum Beispiel nutzen, um darüber nachzudenken, ob ihr in Zukunft vielleicht anders mit Finanzfragen umgehen wollt. Oder ihr könnt ungünstige Glaubenssätze durch bessere ersetzen, mit denen ihr euch wertvoller fühlt. Weiterhin ist das Thema Chiron hier angesprochen. Das heißt, dass euer Umgang mit Geld eventuell auch ein Wunderpunkt sein kann, der angeschaut und geheilt werden will. Das alles kann sich rund um den Neumond zeigen. Auch in einer Freundschaft kann es zu diesem Neumond eine Wende geben. Und dann geht es darum, wie viel euch diese Freundschaft wert ist. Beruflich kann es in der ersten Monatshälfte noch etwas stocken. Da ist es ideal, wenn ihr dann Osterferien habt. Die zweite Monatshälfte kann dagegen produktiv und erfolgreich werden. Vor allem, wenn ihr mit Kommunikation, Lernen, Schreiben, Bloggen, Online-Seminaren oder Marketing zu tun habt. Am 14. abends geht nämlich die Venus in den Stier und bildet dann sehr günstige Aspekte, sowohl für geschäftliche als auch persönliche Kontakte. Am 19. April spätabends geht die Sonne in den Stier, begleitet von Merkur, und das ist alles sehr erfreulich für euch. Ihr habt dann ein Beziehungshighlight bis zum 9. Mai. Günstig ist auch, dass am 23. April der nervöse Mars-Transit durch die Zwillinge endet. Der Mars geht dann in den Krebs, wo er für die nächsten 6 Wochen wesentlich besser für eure Sonne steht und eure Liebeslust anregt. Auch wenn dann viele Menschen empfindlicher reagieren als sonst, ihr gehört wahrscheinlich zu denjenigen, die dafür Verständnis haben und damit umgehen können. Der Vollmond im Skorpion am 27. April verspricht viel Leidenschaft und erotische Überraschungen. Generell gilt für eure Beziehungen und Freundschaften, dass ihr nun bis Mitte Mai über alles reden und vorausgegangene Unstimmigkeiten aus der Welt schaffen könnt. Das ist auch eine schöne Zeit, um den Kontakt zu euren Geschwistern zu pflegen, die sich vielleicht ganz überraschend melden. Menschen in eurer unmittelbaren Umgebung bringen euch zum Lachen oder ihr sie. Für Singles ist diese Phase toll zum Flirten, gerne auch im Internet. Eure kleinen Liebesnachrichten sind unwiderstehlich und sehr erotisch. Und wenn gerade kein Flirtkandidat euren Weg kreuzt, solltet ihr diese kosmische Energie für ein kreatives, persönliches Projekt nutzen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im April. Und hier kommt mein Serviceteil mit meiner Verlosung und mit neuen Terminen für euch. Alle meine Horoskopprodukte, Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorff.com/astroberatung, und die ist auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der nächste Livestream ist verschoben vom 26. März auf Donnerstag, den 1. April.
Da sprechen wir dann schon mal über den kommenden Pionier-Neumond im Widder am 12. April und über die spirituellen Osterkonstellationen. Im Livestream gibt es ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die nächsten Livestream-Termine findet ihr dann jeweils auf meiner Homepage und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, sobald ich einen neuen Livestream einstelle. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal könnt ihr einen Vitalstatus gewinnen, also eure Gesundheitsaspekte für die kommenden 6 Monate. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen netten und interessanten Kommentar postet. Ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ihr mir berichtet, wie meine Vorhersagen für euer Leben passen. Am besten, ihr schreibt mir immer dazu, welches Sternzeichen und Aszendent ihr seid. Und, ganz wichtig, abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos in euren Social Media. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch automatisch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer in der Verlosung gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den Mai. Hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch noch das Video mit dem Livestream zum Fische-Neumond. Da habe ich ausführlich über den spirituellen Tierkreis gesprochen. Weiterhin aktuell und wichtig ist das Video Aufbruch in die Luftepoche, also das Interview mit Christoph Niederwieser. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen und schöne Ostertage.